Tja, moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Car-Technik-Repair-Channel. Wir haben heute auch hier nochmal die C-Klasse als W204 Facelift, also die Mopf Edition. Die rüsten wir uns heute um auf LED. Also das heißt, Halogen kommt raus. Wir haben hier die ganz normalen Halogenscheinwerfer als Serie, also Standard-Original von Mercedes. Und darüber gibt es natürlich von Philips, aber auch Osram als beispielsweise, nur von Philips war es halt lieferbar, diese LEDs. Die wollen wir jetzt verbauen. Wir packen das mal aus, gucken uns das Ganze an. Das Schöne ist bei denen, gut, die kosten zwar ein paar Mark mehr, aber die sind mit Zulassung. Das heißt, die sind ganz normal auf der Straße erlaubt und legal. Einzige, was wir noch dazu kaufen mussten, ist dann halt noch einmal dieses Adapter-Kit, beziehungsweise dann die Adapterringe für die H7. Aber das schauen wir uns Schritt für Schritt an. Ich mache euch jetzt natürlich wieder die Anleitung. Und wenn ihr auch sowas haben wollt, guckt mal mir unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich das Ganze dann verlinkt, was ihr dann dafür braucht, worauf ihr achten müsst. Und dann, ja, ich sage einfach mal viel Spaß und dranbleiben. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit denen einfach mal an, packen wir die einmal aus. Wollen wir die einmal hier rausholen. Also laut Kartonage sieht das Ganze so aus. Also wir können hier sehr schön erkennen, Halogen zu LED den Unterschied, dann einmal den Standardkreis, der drum zu ist und dann angeblich bis zu 32% mehr. Wir machen nachher noch eine kurze Fahrt. Ich blende euch gleich auch auf jeden Fall ein, wie es vorher aussah. Also auch einmal eine Nachtfahrt mit Halogen und dann gleich einmal eine Nachtfahrt mit LED. So, die Lichtfarbe liegt bei 5800 Kelvin, also richtig schön im LED-Weiß. Und die Lebensdauer soll halt bis zu 3000 Stunden sein. Müssen wir mal gucken, wie lange die halten. Ne? Wie gesagt, wir packen das Ganze jetzt erstmal mal aus. Wollen wir einmal hier öffnen. Also, man merkt schon, das ist kein Billig-China-Schrott. Also von der Qualität, Verarbeitung her, von der Haptik, man merkt schon, das ist auf jeden Fall, ja, ist was anderes. Ja, man kann das hier, gucken wir mal. Also da oben ist dann die LED eingelötet. Da haben wir dann eine, hier ist noch mal eine. Dann einmal der Kühlkörper, die Kühlrippe und dann den Ventilator hinten mit dran. Müssen wir mal schauen. Ja, und dann halt einmal Verlängerungskabel, beziehungsweise dann unser H7-Port, wo es dann wieder in die Fassung reinkommt. Ja, wir machen das jetzt einfach mal eben. So, jetzt wollen wir uns nochmal eben kurz einmal die Ringe hier auspacken. Das legen wir mal hier so wieder hin. So, die Ringe müssen wir ja auch eben einmal rausholen. Ja, sogar eine kleine Beschreibung mit bei. Also, wie wir hier sehen, wir fangen jetzt oben an. Klar, Zündung muss alles aus. Dann schrauben wir halt den Deckel ab, holen das alte Leuchtmittel raus, Halogen, ziehen den Stecker ab und so weiter. Dann nehmen wir unseren Adapterring, schieben den quasi auf die LED drauf und stecken dann quasi. Warte mal, da. Das ist ja kein Adapter. Ach, den müssen wir runternehmen. Okay. Verstanden. Also der jetzt hier drauf ist, unsere normale H7-Fassung, die Standard, die müssen wir runternehmen. Ne? Einmal losdrehen, hoch, dann ist die nackig. Dann nehmen wir unser Adapterring, unseren Typring, den stecken wir dann auf den Scheinwerfergehäuse drauf und dann kommt quasi die LED, erst danach kommt die rein. Alles klar, machen wir so. Gut. Also die nehmen wir einmal runter. Müssen wir einmal gucken, dass wir die runtergedreht. Ah, hier ist eine Nase. Ne, seht ihr die Nase da? So verschieben wir das. So, und dann können wir die quasi so runternehmen. Also schon mal sehr verständlich und einfach gemacht, das ist schon mal cool. Dann nehmen wir uns dann die hier, Tütchen. Dann haben wir hier den Adapterring. So, dann schieben wir die jetzt mal hier drauf. Jetzt müssen wir gucken, wie rum der Adapterring drauf kommt, der so rum oder so rum. Also laut Beschreibung soll wohl erst der Adapterring rein. Okay, kein Thema, machen wir. Dann setzen wir den einmal hier rein.
Machst du mal irgendwas Fenster zu? Ja, jetzt müssen wir natürlich aber erstmal hier unseren Deckel runternehmen. Den packen wir beiseite. So, dann haben wir hier unser A7-Bähnchen einmal ausrasten lassen und das Ganze holen wir jetzt hier raus. Ja. Ja, dann ziehen wir mal unsere A7 einmal hier raus. Packen wir jetzt auch irgendwie beiseite. So, und dann haben wir ja hier unseren Stecker, unseren Standardstecker. Und da würde ich sagen, da wir da ja die ganzen Klammern jetzt hier nicht mehr brauchen, die können wir gleich hier aushaken. Aber wir brauchen ja nur noch den Stecker, quasi die Steckverbindung. Das ganze Metallgehäuse brauchen wir nicht mehr. Das heißt, das nehmen wir einmal runter. Zack, das einfach hier zum Aushaken. Ja, da haben wir hier das Gehäuse. Das brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch den reinen Stecker, wo gleich einfach nur das Kabel reinkommt. So. So, jetzt hole ich euch kurz mit bei und zeige euch das auch eben. So, zack. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hier für euch auf Kamera. Ja, ist sehr schwierig da rein zu fotografieren, beziehungsweise zu filmen. Ja, da seht ihr noch den Kühlkörper, aber ich zeige euch das eben im ausgebauten Zustand. Also es ist wirklich eigentlich sehr einfach. Wie gesagt, ihr nehmt den Ring von der Aufmachung her, von dem Ring hier. Ihr habt ja hier quasi die Nasen, so, und die werden in eine Fassung wirklich reingedreht. Man muss ein bisschen mehr Kraft aufwenden, dass man die wirklich an den beiden Schraubenköpfen, wenn ihr reinguckt, dann seht ihr das. Man dreht man die in die Schraubenköpfe rein, dann merkt man schon einen erhöhten Widerstand, aber man muss noch einen Tacken weiter, sodass die wirklich gerade drin ist. Das sieht man von außen sehr schön, dass die LED wirklich senkrecht komplett da drin sein muss. Also von daher, aber das sieht schon mal gut aus, das passt soweit. Wollen wir das Ganze jetzt mal einmal anklemmen. Ja, krass, also das ist ja mal ein himmelweiter Unterschied, heftig. Affengeil. So, guck mal, Leute. Also so ist der Standard, ne? 0815 kennt jeder. Total langweilig. Und dann einmal. Richtig geil. Also man... Also ich weiß nicht, ich bin ja so ein Lichtfreak, ne? Also ich finde, die Leuchtfarben sagen ja auch schon immer viel aus. Aber das sieht mega geil aus. Mega geil. Ja, machen wir jetzt mal die andere Seite eben fix rein. Und dann würde ich sagen, dann treffen wir uns auf Nachtfahrt wieder. Ja, und hier sind wir jetzt in der Nachtaufnahme, beziehungsweise dann einmal noch mit Halogen. Ich meine, das Licht ist soweit okay, klar, aber man sieht dennoch, dass es, ja, es ist Standard, so wie ihr es vorher auch kanntet. Und ja, wir fahren mal ein bisschen, können wir ein bisschen vergleichen. Also ich meine, die Lichtausbeute ist soweit okay, aber nichtsdestotrotz, ja, mit der heutigen Zeit auf keinen Fall mal vergleichbar. Und dann würde ich sagen, nachdem ihr jetzt eure Lampen eingebaut habt, switchen wir jetzt mal rüber, wie es aussieht dann, oder wenn ihr euch für interessiert, wie es aussehen kann, wenn man dann halt auf LED umrüstet. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt hier in einem Waldgebiet, jetzt haben wir keine Lichteinfall-Leuchtquellen, sage ich jetzt mal, irgendwie von Straßenlaternen oder anderen Fahrern. Also hier ist wirklich nur unser Licht, kein anderes Licht von irgendwo kommt jetzt irgendwo her. Und das ist halt... Ich denke mal, da ist ein sehr schöner Vergleich für. Also von daher, das passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, switchen wir mal rüber zum LED. Ja, und jetzt haben wir hier einmal auf LED Abblendlicht. Also man sieht, also wir sind jetzt hier nicht wie gestern im Wald, sondern jetzt bei mir in der Siedlung. Warum die Laternen jetzt schon aus sind, keine Ahnung, aber ich habe gleich, ich nutze das direkt. Auf jeden Fall, wir sehen das richtig krass, richtig geile LED-Technik. Wir haben schöne Lichtausbeute. Wir haben den schönen Kegelrand unten rechts, der geht schön weit hinaus. So, wenn wir jetzt noch mal einmal gerade Strecke, so, wir sehen, wie weit das nach hinten ausgeleuchtet wird, was wir vorher mit Halogen nicht hatten. Also das ist schon brutal, also das ist
phänomenal. Also klar, die Lampen kosten zwar einen Haufen Geld erstmal, ne? Also ihr müsst dann knapp 110, 120 für den Lampensatz rechnen, plus nochmal 20 für den Adaptersatz, je nachdem, wo man das bestellt. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Also ich kann sagen, ich bin super zufrieden damit. Und ja, wir schauen uns das eben noch von außen einmal an, eben kurz einmal gucken, wie das aussieht. Lass uns mal eben kurz einmal das Lichtbild am Scheinwerfer angucken. Wir gehen einmal hin. Ja, also das sieht schon, also man, klar, den Unterschied sieht man. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr das verbaut oder bestellt, gebt mal euer Kommentar dazu, was ihr davon haltet. Umrüstung auf LED. Also ich finde das wirklich super, das sieht wirklich affengeil aus. Also von daher, ja, ne, man sieht das ja auch, das ist jetzt nur auf abländlich geschaltet. Wir haben Lichtausbeute, weiß nicht, was haben wir, 100, 200, ja knapp 220, 220, 240 Meter, können wir auf jeden Fall gucken. Also ist schon cool. Ne? Gut, dann sage ich erstmal danke und dann wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao.